Am liebsten würde man sie ja blind machen. Und wenn es dann funktioniert, dann funktioniert es auch, wenn man die Augen auf hat. eben, also beim Schiessen hat man ja immer ein bisschen das Gefühl, die stehen nur da und heben den Arm und treffen dann. Aber es ist ja viel mehr dahinter, wie wir jetzt gehört haben, viel komplexer. Gerade für junge Menschen ist Schiessen ganz eine enorm wichtige Sportart. Wir sind mal im Training von jungen Schützinnen und Schützinnen beim Pistolenschützenclub Rümlang hineinschauen. Die Pistolenschützer Rümlang trainieren in der eigenen Schiessanlage, wo mit Luftpistolen auf eine Distanz von 10 Metern geschossen werden kann. Den Fokus setzt der Verein auf seine jungen Schützen. Denn um den Schweizer Nachwuchs im Sportschiessen steht es eher schlecht. Das aber nicht wegen mangelndem Interesse am Sport. Es liegt wahrscheinlich daran, dass in den Vereinen keine Leute da sind, die die Arbeit machen wollen. Es ist halt zeitaufwendig. Man muss Zeit investieren, man muss mit den jungen Leuten umgehen können. Und das ist wahrscheinlich ein Haufen, wo sich scheuchen davor und hängt wahrscheinlich halt auch mit der Überalterung der Vereine zusammen. Zum vorne mit dabei zu sein, braucht es viel Training und das Durchhaltewillen. Ganz zentral ist ein scharfes Auge, eine ruhige Hand, eine gute Körperhaltung und mentale Stärke. Nur wer im Kopf bereit ist, trifft. Ich habe schon ein paar Mal auf der Podestliste stehen und es fasziniert mich mega. In der Schule habe ich einen extremen Vorteil. Ich bin bei Prüfungen wesentlich konzentrierter, ich lasse mich weniger schnell ablenken. Ich war ein kleines Nervöserli und bei den Tests konnte ich mich auch nie konzentrieren. Und jetzt im Schiessen habe ich gelernt, wie ich runterkomme und auch bei Diskussionen oder so immer meine innere Ruhe finde. Mich fasziniert daran, dass man nicht nur seinen Körper dafür braucht, sondern auch seinen Geist. Schiessen, eine Schule fürs Leben. Disziplin wird bei den Rümlanger gross geschrieben. Wenn sie geschnürt und gemacht haben und nachher schiessen und nachher kommt ein schlechter Schuss, ist immer der Beweis gebracht, dass sie sich nicht auf den schiesstechnischen Ablauf konzentriert haben. Geschnurrt wird es also später. Jetzt ist Konzentration angesagt. Sportgerät laden, Arm heben, Körperhaltung einnehmen, fokussieren auf Korn und Visier, Schnauf anhalten und Schuss. Unter dem Motto «Ohne Fleiß kein Preis» trainiert Werni seine Jungen mit viel Freude und Engagement. Ich habe den Plausch an den Jungen, hängt mit meinem ehemaligen Beruf zusammen, dass halt wichtig ist, dass man die Leute zum Hobby begeistern kann. Somit sind sie nicht auf der Straße. Und das Auge bleibt immer auf dem Visierplättchen.